Servus Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part von Fußballmanager 2017 mit mir, mit dem Steven. In der ersten Folge haben wir schon mal so ein bisschen die Mannschaft gemanagt zum Saisonstart und jetzt werden wir hier natürlich auch weitermachen. Das gefällt mir soweit alles ganz gut, was wir jetzt gemacht haben. Wir schauen mal kurz in den Kalender, da sehen wir, dass jetzt das Trainingslager erstmal ansteht und auch die ersten Freundschaftsspiele, die wir hier vereinbart haben. Ich drücke jetzt einfach hier mal auf Weiter, um die Simulation fortzufahren. Genau, Seferovic wollen wir verlängern. Genauso wie Hasebe. Und Bunyaku. So, hier jetzt das erste Training. Mit uns als Trainer, als Manager. Also ich denke, wir werden unser Saisonziel erreichen. Wir werden dem Verein treu bleiben erstmal. Wir werden Scouting verbessern. Wer schlecht spielt, ist draußen. Und natürlich fordern wir auch Disziplin, ist ja ganz klar. Sowas ist in der Mannschaft, denke ich, immer ganz wichtig. Und schauen wir einfach mal weiter, was so passiert, ne? Sie haben einen Jugendtag veranstaltet und dabei viele Talente aus der Umgebung beobachtet. Auffälligster Spieler war Luca Biermann, 14 Jahre alt. Wollen Sie den Spieler Jugendkader aufnehmen? Schauen wir uns doch mal an. Ja, 1,5 Sterne Talent. Stärke 34 auf der besten Position. Den würde ich ganz gern nicht nehmen, weil ich meine Jugend, wie ich ja schon in der ersten Folge gesagt habe, schauen will, dass ich hier den Sterneschnitt, also den Talent-Sterneschnitt, relativ hoch halte immer. Und deswegen ist es jetzt außer Frage, den zu nehmen. Den brauchen wir leider nicht. So. Steven Simox erklärt Julian Draxler vom VfL Wolfsburg zu seinem Lieblingsspieler. Also da spielt er anscheinend noch bei Wolfsburg. Mittlerweile ja bei Paris. Einfach ein geiler Typ. So, Spieler verkaufen. Medejovic. Marktwert. Genau, den haben wir ja aber extra so günstig angesetzt, dass wir ihn auch losbekommen. Also machen wir hier Vertrag unterzeichnen. Der hier soll, glaube ich, verliehen werden, genau an Elversberg. Das machen wir natürlich auch direkt. Und dann schauen wir mal weiter, was jetzt passiert. Ich würde hier ganz gern mir meine. Ja, zu spät. Saisonvorbereitung. Möchten Sie ihn beauftragen? Nein, das machen wir selbst. Saisonvorbereitung machen wir selbst. So. Dann natürlich wieder segeln. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz hier in die Verträge. Ja, manche sind jetzt noch nicht verlängert, aber es wird noch passieren. Immer mal wieder die Jugendmannschaft im Auge behalten, weil ich da dann immer aussortiere, sobald wieder schlechtere dazukommen. Aber das sieht schon ganz gut aus, das gefällt mir. Und hier sieht man jetzt auch verliehene Spieler. Joel Gereskigia ist jetzt verliehen an Elversberg, Regionalliga Südwest. Gehen einfach mal weiter. Bringt ja nichts, uns da so lange aufzuhalten. Ja, genau. Ist verkauft. So, und da sieht man es nochmal. Ausgeliehen. Ablösefrei. So, Teamwork, Feldspielerqualität. Ich gucke da immer, dass ich das relativ ausgeglichen halte immer. So, Pressing, lange Pässe, das passt. Und dann geht's nach Sylt für die Spieler. Ins Trainingslager erstmal. Wir sehen also, von der A-Junioren sind wir von der Statistik her relativ stark so angesiedelt unter den Top 10. Wobei das ist ja, sind ja nur 14. Ihr Talentsucher Peter Banse hat einen Jugendspieler entdeckt. 15-Jähriger. 2,5 Sterne. Nehmen wir nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Neues Sponsorenangebot. Die werden wir gleich auch noch bearbeiten. Lidl lohnt sich. Summe erhöhen. Anzahl erhöhen. Muss man immer ein bisschen. So, passt doch. Wo haben wir noch eins? Hier. Siemens und nochmal Lidl. Summe erhöhen. Klar. Man muss ja auch versuchen, alles rauszuholen, was geht.
Jeder Euro zählt hier. Ja, das unterschreiben wir einfach mal. Training. Das macht ja alles der Co-Trainer, aber ich würde hier ganz gern den Trainingsumfang erstmal auf automatisch setzen, damit praktisch diese individuellen Trainingseinheiten dann einfach automatisch trainiert werden. Weil man sieht es jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt hier einfach mal auf einen Spieler geht, dass der hier ein individuelles Training hat. Und das ist meiner Meinung nach für die Entwicklung der Spieler sehr wichtig. Deswegen lege ich da auch großen Wert drauf, dass es soweit alles passt. So, immer noch in Sylt im Trainingslager. Ah ja, hier wollte ich mir eigentlich noch meine verliehenen Spieler anzeigen, dass ich da dann während der Saison eine Übersicht habe, was wie viele Spiele die gemacht haben, Tore, Durchschnittsnote und so und die Stärke auch, wie die sich entwickelt hat. Hier sieht man jetzt zum Beispiel schon, dass der eine Stärke gut gemacht hat, seit er jetzt bei Elversberg ist und das in nur einem Spiel, wo er gespielt hat, also das ist schon mal nicht schlecht. So, Seferovic verlängert. Und Hasebe auch, wie man hier in den Nachrichten sehen kann. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Soweit. Schauen wir mal, ob wir vielleicht noch einen Transfer machen, aber ich meine, Geld wäre genug da. Oh, Achillessehnenriss. Das ist natürlich übel. Aber ich würde ganz gern jetzt zu Beginn, vielleicht jetzt bis zur, also in der, jetzt vor der Hinrunde, eigentlich nicht so gern so viele Transfers machen oder generell vielleicht sogar gar keinen. Und damit erstmal warten bis zur Winterpause. So, gucken wir mal, dass wir hier das Richtige eingestellt bekommen. Nee, das nicht. Aber 4-4-2 passt schon mal. Einfach Raute flach. Nee, die auch nicht. Raute. Ja, genau so möchte ich spielen. Deswegen machen wir hier auch aktuelles Spielsystem beibehalten und lassen den Co-Trainer mal stehen. Also meiner Meinung nach sind das hier noch viel zu viele Spieler. Aber das wird sich alles noch rauskristallisieren. Wer hier geht, wer hier bleibt. Das werden wir alles noch sehen. Jetzt erstmal hier noch die Teamdynamik, dass wir hier mal ein bisschen mit den Spielern noch sprechen vor dem ersten Freundschaftsspiel. Einfach mal so ein bisschen loben und so, ein bisschen die Motivation nach, die Moral nach oben prügeln. Aber hier ist eigentlich jetzt nichts hier. Ich hoffe, du wirst glücklich bei uns. Der ist verletzt, das sagen wir mal, du fehlst uns. Er verliert 5 Moralpunkte. Übertreiben sie. Okay, das kam anscheinend nicht so gut an. Also ich finde halt die Teamdynamik, die ist sehr wichtig. Also gerade was die Moral angeht, ist ein sehr wichtiger Wert. Also das kann schon Spiele gewinnen oder verlieren. Ne? Man sieht es aber bei uns ganz gut. Wir haben keine Feinde, keine unfairen Gehälter, nur einen Frustrierten. Aber gut, der ist halt auch verletzt. Ne? 24 Wochen verletzt, das ist halt schon als Stürmer jetzt nicht unbedingt so geil. Aber es ist so. Aber ich würde ihn, glaube ich, ganz gern trotzdem behalten. Vorerst ist noch jung. Auch wenn es scheiße ist, dass er jetzt verletzt ist, aber behalten würde ich ihn auf jeden Fall. Dann starten wir doch einfach mal ins erste Freundschaftsspiel, meine lieben Freunde. Sofortberechnung, wie ich es schon angekündigt habe am Anfang. Und dann sagen wir mal, kämpft um jeden Ball. Und dann geht's los. Wow, wir kriegen gleich mal ein Tor. Aber Alexander Meyer gleicht aus. Schicken die Spieler mal aufwärmen. Kutschipka macht das 2-1. In den Freundschaftsspielen lasse ich immer den Co-Trainer hier noch wechseln. So haben wir uns das vorgestellt. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das sieht hier nicht so schön aus hier. Aber naja. Wird mir alles noch machen. Sobald ich auch die ersten Spielerbilder dann einfüge, wenn einer von euch, von den Zuschauern, Interesse daran hat, ein Jugendspieler zu sein, dann kann ich da gerne auch die Namen abändern. Also, das habe ich bei anderen YouTubern gesehen, das finde ich eigentlich eine ganz coole Aktion.
So, das Spiel ist aus. 2-1 gewonnen. Jetzt nicht unbedingt sehr souverän gegen Union Bremen, aber zumindest ein Sieg. Das ist eigentlich hier die Hauptsache erstmal. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Der ist jetzt verkauft. So, Statusbericht Verletzungen, das wissen wir. Das drücken wir alles mal weg. So. Jugendmannschaft, passt soweit alles. Man sieht auch die Taktik, wie die jetzt langsam hochgeht. Also die haben sich jetzt langsam aber sicher spielen die sich jetzt ein auf den Positionen. Ja. Costil wechselt zu Olympique Marseille. Okay. Das nächste Freundschaftsspiel kommt. Hier ein Angebot für David Abraham. Aber den werden wir nicht verkaufen. Und hier das nächste Sponsorenangebot. Da gehen wir mal hier mit Audi in die Verhandlung. Uiuiui, das war knapp. Nehmen wir doch mal an. Und gehen hier segeln. Ja, ich freue mich schon auf den Saisonstart. Ich bin richtig gespannt. Oh, neuer Partner im privaten Bereich. Werden wir doch mal schauen, was wir so bewegen können. Gegen den VfL Breitscheid, das nächste Freundschaftsspiel. Fitnessmäßig sind wir noch, ja, so im Mittelfeld unterwegs im Moment. Also auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial. Was ist mit dem los? Warum hat denn der so eine schlechte Moral? Unglücklich. Warum? Was hat der denn? Was hat der denn für Probleme? Frustration. Extrem viele Kleinigkeiten. Puh. Scheiße. Na, lassen wir mal 2 Wochen in die Heimat fahren. So, 10 Moralpunkte. Das sieht doch schon besser aus jetzt. Müssen wir halt jetzt Lindner spielen lassen als Ersatztorwart. Aber naja, gibt Schlimmeres. So, dann schauen wir mal hier. Ach Gott, nee. Ja. Vom Partner trennen. Keinen Partner mehr suchen. Viel besser. Geht eh nur auf den Sack und nervt. Also. So, das verlieren wir heute nicht. Otschipka 1-0. Marco Rus Vorlage. Schicken wir die Spieler mal aufwärmen. Timothy Chandler, Seferovic, Meier. So stelle ich mir ein Freundschaftsspiel vor gegen so einen Verein. 6-0 zur Halbzeit. Lassen wir den Co-Trainer mal wechseln. Sieht sehr gut aus, sagen wir. Und den Assistenten beauftragen wir mit Massagen und Spielergesprächen. So. Wechselt der mal noch hier? Oder hat er keinen Bock? Ja, noch nicht gewechselt. Jetzt kommen die Wechsel bei uns. Und ja, 6-0. Kann man lassen. Alex Meyer, Spieler des Spiels, bester Spieler bei uns. Da geht schon was. Oh. Ist Kostas Runjajić, ist Trainer von 1860. Vorher bei MFCK. Im Vereinszeit. Er ist das 7. 16. Okay. Also haben sie den jetzt praktisch erst geholt und den alten Trainer anscheinend entlassen. Das habe ich auch immer hier aktiviert, das Trainerkarussell. Um praktisch einfach so ein bisschen zu sehen, was bei den anderen Vereinen so los ist, trainertechnisch. Das finde ich eigentlich ganz sinnvoll, das anzuschalten. So. Schauen wir mal. Max Meyer wechselt von Schalke zu Bayern für 33,5 Millionen. Ist halt aber auch ein brutaler Spieler, ne? Das ist schon krass. Mit 20. 8 Sterne Talent. Gesamtstärke von, was hat er denn? 78 auf der besten Position. Schon heftig. Richtig guter Spieler. So, Trainingslager ist beendet. Trainingslager
Hat die Spieler einiges an Kraft gekostet. Gut, das ist klar, aber für das sind die Fähigkeiten gestiegen. Das war ja auch das Ziel, die Form zu verbessern. Jetzt würde ich sagen, warten wir mal noch das Fanclub-Treffen ab. In den Laktat-Test. Und vor dem nächsten Freundschaftsspiel würde ich dann wieder einen kleinen Cut machen. Und da geht es dann in der nächsten Folge weiter. Schauen wir hier mal noch, was hier abgeht. Trainiert nach Feierabend, gesunde Ernährung, Urlaub, tat ihm gut. Also im Dings, so im Grund genommen, alles ganz gut, was hier beim Laktattest rausgekommen ist. Wir haben auch wieder neue Sponsorenangebote. Die werden wir uns natürlich auch gleich noch zu Gemüte führen, bevor wir hier dann in der nächsten Folge direkt in ein neues Freundschaftsspiel starten. Ich weiß gar nicht, ob das das letzte ist vor dem Beginn der Saison. Erstmal hier noch die Sponsorenangebote. Summe erhöhen, Laufzeit senken, Anzahl erhöhen. So, noch eins. Ah ja, hier, Nike. Ah, noch einmal. Nein. Verkackt. Naja, macht nichts. Hier, höchster Formgewinn. Fabian. So sehe ich das gerne. Ich schaue jetzt mal hier gerade die. Ja. Also, Leute, in der nächsten Folge dann starten wir in unser letztes Freundschaftsspiel, bevor wir dann endgültig in die Saison starten, im DFB-Pokal gegen Magdeburg. Ich freue mich tierisch und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder dabei. Und wie gesagt, wenn einer von euch Interesse dran hat, hier in meiner Jugendmannschaft vertreten zu sein und dann später vielleicht sogar in die Mannschaft, in die erste oder zweite Mannschaft zu kommen, dann schreibt einfach euren Namen und eure Wunschposition in die Kommentare und dann bastel ich euch da rein und werde euch dann auch natürlich ein Spielerbild geben. Muss ja jetzt nicht unbedingt ein Bild von euch sein, aber dann bastel ich da auf jeden Fall noch ein Bild rein. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Haut rein. Ciao.